Hallo und herzlich willkommen bei Motorform. Ich sehe bei SL-Treffen oder Oldtimer-Messen immer mal wieder SL der Baureihe 107, wo das Verdeck nicht perfekt sitzt. Perfekt sitzt heißt, dass hier der Stoff schön an der Karosserie anliegt und dass auch hinten zentral der Stoff nicht hoch steht, weil dadurch leidet das Verdeck und es ist natürlich nicht ganz dicht. Man sieht das immer wieder und das ist schade, weil eigentlich steht alles genau hier drin in der originalen Bedienungsanleitung von Mercedes-Benz. Bei den modellgepflegten Fahrzeugen steht es auf Seite 44, 45. Da steht genau drin, wie man das Verdeck in den Verdeckkasten einfaltet, damit es immer perfekt bleibt, damit der Stoff sich nicht abwetzt und damit die Kanten nicht hochstehen. Gibt aber natürlich viele SL-Besitzer, die gar keine Bedienungsanleitung mehr haben, weil die in den letzten 30, 40 Jahren einfach verloren gegangen ist. Dann gibt es natürlich auch einige, die haben ein Importfahrzeug aus USA, wo die Anleitung vielleicht da ist, aber sie ist in englischer Sprache. Und ja, es ist nicht jeder der englischen Sprache mächtig und sagt sich dann, na gut, so schwer kann das nicht sein, ich packe das da rein. Ist es ja auch nicht. Im Prinzip kann man es sehr leicht einfalten, aber wenn man nicht die letzten 10% Sorgfalt walten lässt, dann leidet das Verdeck halt. Wird nicht sehr alt und sieht halt nie irgendwie perfekt aus. Wie man das Verdeck des R107 also richtig in den Verdeckkasten faltet, damit es lange schön bleibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß dabei! Wichtige Voraussetzung, dass wir das Verdeck überhaupt einfalten, ist, das Verdeck sollte natürlich sauber, staubfrei sein. Es sollte auch nicht nass sein, es sollte schön trocken sein. Dann natürlich auf keinen Fall Frost haben. Aber auch Temperaturen unter 10, 15 Grad sind schon schwierig, denn der ganze Verdeckstoff ist dann sehr hart und störrisch und auch die Scheiben, die wollen alles, aber die wollen sich nicht knicken und das sollte man dann auch nicht tun. Also ideal ist, wenn wir so über 15 Grad haben. Ansonsten das in der Garage machen, in der beheizten Garage machen, dann kann man das auf jeden Fall. Immer schön darauf achten, dass es relativ gut temperiert und trocken ist. Und dann kann es schon losgehen. Als erstes machen wir die Seitenscheiben runter. Vermutlich jeder SL-Besitzer weiß, dass man die Seitenscheiben auch ohne Zündschlüssel herunterlassen kann und hochfahren kann, wenn man die Tür öffnet. Also in dem Augenblick, wo der Drücker öffnet, sodass die Innenraumbeleuchtung angeht, ist auch Strom auf den Türen für die Fensterheber. Zumindest ab einem bestimmten Baujahr. Es kann sein, dass das erst 1980, 81 kam, aber irgendwann war das. Weiß aber eigentlich jeder, ich sage es trotzdem nochmal dazu. So. Jetzt müssen wir an den kleinen Verdecköffnerhebel, der sich hinter dem Fahrersitz befindet. Den schwenken wir nach hinten und dann springt uns schon der hintere Spiegel entgegen. Jetzt ist wichtig, ich mache mal die Tür nochmal zu, damit man es besser sehen kann. Jetzt ist wichtig, dass man hier die Scheiben schon etwas einknickt, weil wenn sich jetzt hier eine Vertikalfalte bildet, dann ist der Bruch irgendwann mal vorprogrammiert. Wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier einen Horizontalknick, also eine Delle einfügen. Das machen wir auf der Beifahrerseite genauso. Hier ist es sogar schon so, sehr schön. Und zentral auch. Wunderbar. Es muss eine konkave Form haben. So, das lässt sich leicht bewegen. Ein guter Indikator dafür. Da ist kein Gegendruck, sehr schön. Jetzt öffnen wir den vorderen Spiegel. Das heißt, wir nehmen die entweder originalen Verdeckhebel aus dem Handschuhfach, stecken die ein und öffnen die Hebel nach innen. Oder wir nutzen die stationären Verdeckhebel, die es bei uns im Shop gibt. Und die bleiben dann immer am Verdeck und wir sparen uns das Gefummel im Handschuhfach mit Verdeckhebel raus, wieder zurück ins Täschchen, sondern die sind einfach da. Machen wir jetzt mal.
Sonnenblenden runter, Hebel nach innen, leicht anheben und am besten die Hebel gleich wieder schließen. Warum schließen wir die Hebel schon wieder? Damit wir es nicht vergessen. Später, wenn das Verdeck im Verdeckkasten ist, sollen die Hebel geschlossen sein, so steht es auch in der Bedienungsanleitung übrigens, damit sich die kleinen Verschlussschnecken zusammenziehen. Das spart im Verdeckraum mehr Platz und deswegen stoßen wir dann mit diesen Verdeckschnecken, wie ich sie nenne, nicht an den Verdeckdeckel. So, hier ist geöffnet, hier ist geöffnet. Jetzt schwenken wir den hinteren Spiegel nach vorne. Ich mache mal nochmal die Tür zu. So, und jetzt drücken wir die Kurbel, die Verdeckkurbel, ganz nach unten und damit öffnet sich der Verdeckkasten. Schön beim Anheben aufpassen, dass man nicht an den Gummidichtungen hier hängen bleibt, weil die natürlich da auch kaputt gehen können und es ist sehr knapp. Also schön den Spiegel nach vorne drücken, soweit wie es geht, damit hier freie Bahn ist. So, jetzt haben wir hier ein Handtuch drin liegen. Warum das denn? Das ist nicht dazu da, um da Wasser aufzusaugen, was da drin ist, was eigentlich auch gar nicht so schlecht wäre. Nee, aber es soll eigentlich von selber ablaufen. Eigentlich ist dieses Handtuch dazu da, um diese Heckscheiben zu schützen. Das steht jetzt nicht in der Anleitung, das ist nur ein Tipp von mir. Ein langes Badehandtuch nehmen und das hier einlegen. Wozu brauchen wir das? Das Handtuch dient einfach dazu, eine natürliche Rundung zu vollziehen, damit das Verdeck oder beziehungsweise diese kleinen Scheiben des Verdecks nicht zu scharf knicken, sondern um das Handtuch herum eine Wölbung ergeben. Und dadurch verlängern wir die Lebensdauer von den Scheiben. So. Das liegt jetzt hier oben drin und schützt die Scheiben dadurch ideal. Bei manchen Verdeckherstellern, die das Verdeck eben etwas länger schneidern, was eben gut ist, um diese Dichtung hier mit abzudecken im geschlossenen Zustand, liefern auch solche Reste von diesen Plastikscheiben mit. Das ist eine clevere Sache, dass die wirken wie Schwerter. Benutzt sie ganz gerne, man steckt die hier außen ein und jetzt kann praktisch an diesem Stück Plexiglas kann der Stoff dran vorbeigleiten. Und wir schützen damit zusätzlich unsere Dichtung. Die Dichtungen sind mittlerweile hier recht teuer geworden. Bei uns kostet eine in Originalqualität mit dem originalen Vlies 120 Euro circa. Gibt es auch als eine Repro-Version mit einer Beflockung, da kostet sie um die 50 Euro. Bei Mercedes kostet die mittlerweile um die 900 oder 1000 Euro. Es geht jährlich bergauf, kann mir die Preise nicht ganz erklären. Umso wichtiger ist es aber, weil Quellen können auch mal versiegen, dass diese Dichtung geschont wird. Also ruhig diese Plastikscheiben benutzen oder sich selber anfertigen, wenn man sowas nicht hat, weil das ist ein wertvoller Schutz. Ich mache es auf der anderen Seite auch schnell. Ich lasse die im Übrigen immer drin liegen, dann sind sie schon an Ort und Stelle. So. Ja, zugegeben. Das dauert jetzt alles ein bisschen und selbst wenn ich es jetzt ohne Erklärung machen würde, würde es länger dauern, als das Verdeck einfach zusammenzuschmeißen, reinzupacken. Aber es lohnt sich. Ich fahre selber diese Baureihe seit 30 Jahren und als ich den Wagen noch im Alltag benutzt habe, ehrlich gesagt, ich habe mich auch nicht darum geschert. Aber das Verdeck sah auch nie perfekt aus, muss man so sagen. Und heutzutage, wo man mit den Autos noch 1000 Kilometer pro Jahr fährt, vielleicht zwei, mal eine schöne Reise in die Toskana oder so, da lohnt sich da mal eine Minute mehr zu investieren, damit das Verdeck schön bleibt. Wenn man mal andere SL-Fahrer trifft und der sagt dann, wow, Sie haben aber ein neues Verdeck und Sie können dann sagen, nö, das Verdeck ist schon 8 Jahre alt. Ist doch toll, oder? So, und daran arbeiten wir jetzt. Hier ist also eine Menge Stoff. Dieser ganze Stoff, der muss jetzt irgendwie hier dran vorbei und deswegen muss der sauber gefaltet werden. Der hat im Prinzip von sich aus schon so Falten und die führen wir genau hier rein. Das heißt, dass wir hier dran vorbeikommen. Und auf der anderen Seite auch. So ein bisschen vorfalten. Das Ganze
passiert jetzt beim Zurückfalten des Verdecks dann nochmal, weil wir müssen es jetzt nur einmal so ein bisschen vorknicken und dann müssen wir es nochmal dann vorbeiführen. Ich werde jetzt hier gleich ein bisschen hin und her rennen. Das sieht ein bisschen blöd aus, zugegeben, aber nochmal, es lohnt sich. Und wenn man das zu zweit macht, wenn man eine Beifahrerin hat oder Beifahrer, dann natürlich und beide sind instruiert und kennen die Thematik, dann geht das wirklich ganz, ganz schnell. So, jetzt können wir schon ein bisschen hier anheben und dabei den Stoff hier dran vorbeiführen. Der Spriegel, der muss jetzt gleich nach hinten. Ist auch wichtig, damit der Stoff sich hinten korrekt faltet. Und jetzt gibt es eine Menge Sachen zu beachten. Und jetzt kommt genau der Knackpunkt. Weil jetzt müssen wir gucken, dass der Stoff sich eben nach innen biegt und nicht nach außen. Und in der Mitte genau das Gleiche. So, hier schön dran vorbeiführen, den Stoff nach hinten führen, hier gucken, dass wir nicht hier das nach oben biegen, auch wichtig, immer schön, tendenziell immer nach unten. So, jetzt gucken wir nochmal, wie es auf der anderen Seite ist. Auch nochmal nachführen. Nach innen. So, jetzt zentral in der Mitte, wichtig. So. Gerade hier in den Ecken ist wichtig, dass man hier mit der Hand reingeht und das nach innen wölbt. Das sagt übrigens auch die Anleitung, dass man mit der Hand nochmal nachfühlt und den Stoff nach innen schiebt. Das ist wichtig, wirklich, weil jetzt hier drin der Stoff gestaucht wird und sich tendenziell nach oben räufelt. Und genau das wollen wir nicht. Das heißt, jetzt ist das Verdeck ja schon fast drin. Die Verdeckhebel sind schon wieder nach außen, also geschlossen, sehr gut. Aber jetzt kommt der Punkt, dass wir nochmal mit der Hand reingehen und nochmal ringsherum fassen und den Stoff nach innen börteln, sage ich mal, mit der Hand vorsichtig börteln. In der Mitte am Schloss vorbei, hier außen, da muss man überall jetzt mit der Hand um den Stoff fassen können, um den hinteren Spriegel rumfassen können. Nur dann ist es richtig. So, Beifahrerseite genau das Gleiche. Da umstellen muss man noch mal ein kleines bisschen anheben, aber nicht viel, sonst rutscht es drüben wieder raus. So, auch wieder nach innen bördeln. Schön. Auch hier, außen. Prima. So, man hat schon dabei gesehen, dass das Verdeck immer weiter nachgerückt ist, weil man eben Widerstand aufgegeben hat, weil man das Verdeck in eine Lücke, und das wollen wir ja, wir wollen, dass das Verdeck da drin so entspannt wie möglich liegt, so entspannt wie es halt geht, das geht nicht völlig entspannt, ist klar, aber dass eben die Ränder so entspannt wie möglich sind. So, letzter Punkt ist, diese Stoffecken hier nach hinten, am besten neben die Bügel zu schieben. Warum neben die Bügel, warum nicht drunter? Weil natürlich jetzt beim Schließen hier der Bügel wiederum an dem Stoff reiben würde. Das muss ja nicht sein. So, jetzt schieben wir hier nochmal ein bisschen nach. So, das reicht. Und wenn man diese kleinen Hilfen hier benutzt,
dann biegt man die jetzt einfach nach innen, steckt hier so ein bisschen rein, dass sie nicht stören, zack. Und dann kann man einfach den Verdeckdeckel schon schließen und kann die einfach drin lassen. Man sieht auch, der geht ganz leicht zu. Da muss ich nicht irgendwie das Verdeck noch nachdrücken, ist gar nicht nötig. Verriegeln auf der Fahrerseite. Verriegeln auf der Beifahrerseite. Fertig. Ja, hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Wenn ich jetzt nicht jeden Schritt erklärt hätte, wäre es schneller gewesen. Und im Vergleich zu jemandem, der da vielleicht einfach ein bisschen mehr laissez-faire walten lässt und sagt, ich packe das da rein und ist mir egal, dauert das, wie gesagt, vielleicht eine Minute, anderthalb mehr. Aber das Verdeck wird dann lange sehr schön aussehen. Mein Verdeck ist übrigens von 2015, also es ist 8 Jahre alt zum heutigen Zeitpunkt, wann auch immer man sich das Video anschaut. Das heißt, man sieht, das ist schon ganz gut gepflegt. Warum? Weil ich es halt immer so reinfalte. Und das ist jetzt eigentlich nichts, was ich mir selber ausgedacht habe oder mir von anderen abgeschaut habe, sondern es ist eigentlich nur genau das, was in der Anleitung steht. Das wieder auffalten und verriegeln, das ist relativ unspektakulär. Da braucht man eigentlich keine großen Tricks. Das kann ich nochmal in einem anderen Film behandeln, aber das kriegt jeder hin. Mir ging es jetzt darum, zu zeigen, wie man genau das Verdeck in den Verdeckraum hinein faltet und aufbewahrt, damit das eben nicht leidet. Und ich bin der Meinung, aber das ist bitte nicht jetzt als Tipp eines Fachmannes zu behandeln, ich bin der Meinung, dass ein so gefaltetes Verdeck mit dem Handtuch und mit dem Umbiegen im Verdeckkasten so schon auch mal ein paar Wochen so gefaltet im Verdeckkasten liegen bleiben darf. Ich würde es nicht über den Winter so drin lassen. Ich würde es auch nicht monatelang so drin lassen. Es ist auch wichtig, dass sich das Verdeck immer mal wieder entspannt. Und das ist übrigens auch noch ein Thema. Da mache ich auch noch einen Film zu, wie man das Verdeck am besten überwintern lässt. Weil da habe ich auch so meine Theorie. Ich glaube, das steht nicht in der Anleitung. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht komplett gespannt lassen, sondern, so wie kann ich schon mal verraten, ich würde hinten die erste Raste lösen, dass es hinten ein bisschen hochkommt. Warum? Weil dann der Verdeckstoff sich nicht lenkt über eine Saison, über ein halbes Jahr, in dem man das Verdeck überhaupt nicht benutzt oder das Auto überhaupt nicht benutzt. Deswegen würde ich immer etwas entspannen, damit man zum Beginn der Saison es spannt und dann ist es schön gerade. Dann gibt es hier keine Senken zwischen den Spriegeln. Dann flattert es auch nicht so, wenn man mal auf der Autobahn fährt und das Verdeck geschlossen hat. So, ich hoffe, das war hilfreich und der eine oder andere hat jetzt sich noch ein paar Anregungen holen können, die er vielleicht noch nicht kannte. Ich würde mich über einen Like freuen und ein Abonnement kostenlos einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Film hier bei Motorform. Dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, viel Spaß mit schönen Fahrzeugen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.